Herzlich willkommen beim Stadtmagazin. Wir sind in Bad Segeberg. Toni Köppen, Bürgermeister der Stadt Bad Segeberg. Und wir haben das Thema Kinder- und Jugendarbeit. Jugendarbeit, Skaterbahn in Bad Segeberg hieß immer, wir bauen die ab und dann bauen wir sie einfach nicht wieder auf. Was tut sich bei Ihnen? Ja, tatsächlich seit dem Abbau eine ganze Menge. Es wird, und das ist nicht zu viel verraten, es wird sehr zeitnah, und zwar im Februar nächstes Jahr, einen neuen Outdoor-Platz geben, der auch für Skater dann wieder sehr attraktiv sein wird. Das hat die Stadtvertretung so zu dem Übergang, als ich in Amt und Würden gekommen bin, noch beschlossen. Und das haben wir in 2022 jetzt umgesetzt. Hat etwas länger gedauert, als wir uns erhofft haben, aber das ist so der allgemeinen Marktlage geschuldet. Aber dennoch sind wir in den Endzügen der Arbeiten und hoffen, dass wir im Februar nächsten Jahres dann den Platz unter großer Beteiligung der Jugendlichen auch eröffnen dürfen. Wie können wir uns das vorstellen? Einfach nur 10 Meter geradeaus oder was kommt? Nein, tatsächlich war es ein sehr spannender Prozess, der dort stattgefunden hat. Also normalerweise denkt man ja immer, es gibt einen Auftrag und dann plant irgendein Planungsbüro etwas oder die Stadt und dann kommt etwas, was den Jugendlichen überhaupt nicht zusagt oder was nicht angenommen wird. Das war Grund genug, dieser Umstand, dass wir gesagt haben, man muss diesen Prozess genau andersherum machen. Man muss den unter großer Beteiligung der Jugendlichen durchführen. Und da gab es 2019 einen Arbeitsprozess mit Jugendlichen im Bereich der jugendgerechten Kommune, wo eben mal skizziert wurde, wie soll so ein Platz für uns Jugendliche denn aussehen? Was erwarten wir? Was wollen wir? Und das ist konkretisiert worden und war dann Bestandteil der politischen Beratung und auch der Beschlussfassung. Und tatsächlich muss man sagen, hat die Stadtvertretung einstimmig beschlossen, sogar die große Lösung. Es gab nämlich, wie es manchmal sehr sinnvoll ist, eine abgespeckte Planungsversion und eine große Lösung. Und es ist die große beschlossen worden und die ist derzeit in der Umsetzung. Und die Rückmeldung, die ich aktuell bekommen habe von der Jugend, ist, dass man mit den baulichen Entwicklungen sehr zufrieden ist und dass sich auch der Asphalt sehr hervorragend zum Skaten eignet. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.